zurück zu Gröbels Grobheiten. Der Titel verspricht etwas, was dann nicht gehalten wird. Wir schlagen uns hier nicht die Köpfe ein. Wir reden freundschaftlich miteinander und heute mit großer Begeisterung. Zwei gute Freunde. Altersmäßig bin ich deutlich oder fast schon bei Eddie. Wir reden da nicht weiter drüber. Ein bisschen weiter entfernt von Feli jedenfalls. Felicitas Anhalt, sagt man von Anhalt oder Anhalt eigentlich? Also im Pass steht Prinzessin von Anhalt. Genau, dann das ist eben, wie wir vorher schon sagten, also etwas schizophren. Prinzessin. Ein bisschen schizophren in einer Republik, diese Titel zu führen. Überall anders haben sie abgeschafft. Klar, gut. Also und natürlich Prinz Eduard von Anhalt. Wunderbar. Ich hatte eben, hatten wir uns über unterhalten, dass irgendwo so die Libertinage etwas immer schon anders war bei Leuten, die zu den Herrschenden, den Adelsgeschlechtern gehörte. Kannst du das vertiefen? Also wir haben uns ja schon mal darüber angeregt, auch privat unterhalten. Es gab so die Pflichtehen, kann man das so sagen, oder funktionalen Ehen, und dann gab es die echte Liebe, die aber nicht notwendigerweise innerhalb der Ehe stattfand. Ja, also ich würde sagen, wenn man das realistisch sieht heute, das Wort Liebe ist so überstrapaziert. Und in Familien wie der unseren wurde nie aus Liebe geheiratet, sondern wurden zugeteilt. Aber ich meine, in damaliger Zeit war es eigentlich immer der Pfarrer, der auch den Handwerkssohn mit der Handwerkstochter verheiratet hat. Mit den Bauern, mit der Nachbarbäuerin, dass der noch ein bisschen was dazu bekam als Morgengabe und so weiter. Also Liebe entwickelt sich in einer Beziehung. Heute muss die Liebe vorher stehen. Und damals hat sich Liebe und Zuneigung hin und wieder entwickelt. Ich weiß nicht, was erfolgreicher ist, welches System. Es gibt leider keine Erfolgsform. Was sagst du, jetzt wenn wir deine Generation nehmen, ne? Also wirklich jugendlich, jung, was ist vor Pubertät, ja. Was auch immer. Aber wenn du so heute jetzt auch London und Berlin, ne? Sind ja beides Orte, wo man sagt, also da ist schon der Lebensstil ein bisschen freier, unterstelle ich jetzt mal. Siehst du mehr Freiheit? Siehst du auch das Konzept Liebe, Ehe? Wie sieht das heute aus? Ich glaube, dass es da zwei relativ extreme, ich nenne es mal Strömungen gibt. Ich glaube, dass Berlin ist geprägt von Commitment Issues. In Berlin denkt jeder. Das war auf Deutsch. Ich habe gerade überlegt. Verbindlichkeitsthemen. Störungen. Also wie verbindlich ist man in einer Beziehung? Ist es das? Ja, ja. Es ist nicht wirklich Verbindlichkeit. Ich glaube, dass wegen der ganzen Möglichkeiten, die man heute hat, sei es Online-Dating oder sei es sämtliche Bars oder was auch immer, dass die Leute dazu tendieren, wenn es mal unbequem wird, sich zu denken, es gibt sicher noch was Besseres, wo es diese Schwierigkeiten nicht gibt. Dass dadurch, ich weiß nicht, ich beobachte es besonders in Berlin, irgendwie die Leute einfach wahnsinnig Angst zu haben scheinen, etwas zu verpassen. Ich finde auch, das ist eine Zeit lang vollkommen okay, aber ich glaube, dass ich mittlerweile, und das mit 25, an einem Punkt bin, wo ich mir denke, nee, ich glaube, so viel verpasse ich nicht mehr. Weil so dieses, es gibt dieses schöne Wort Aftermath, noch so ein Wort, also das graue Erwachen, nachdem es vorher toll war und man ist nicht wirklich weiter und hat nicht das Gefühl, man hat was Tolles gesehen. Aber lieber Eduard, also wir sind jetzt beide, glaube ich, wirklich keine Kulturpessimisten, aber was Feli so berichtet und ja zumindest in Berlin und London, glaube ich, und New York mindestens so sehr ist, keine Ahnung, kannst du ja gleich nochmal erläutern, aber dass so diese doch relativ große Unverbindlichkeit da scheint mir euer Modell, das ist ja nicht übertragbar, oder das, sagen wir mal, dieses frühere Adelsmodell, gar nicht so schlecht. Da gab es ein Gerüst, es gab eben dieses von außen definierte Commitment. Wie siehst du das? Glaubst du, dass das irgendwie für die Menschen heilsamer war als diese Verwirrung, ne? Beziehungsverwirrung, verliebt, Liebe, was ist das überhaupt? Aber man muss, glaube ich, auch da in Rechnung ziehen, dass die Menschen heute viel älter werden. Wenn ich sehe, also meine, wie viele Männer, also wie viele von meinen Vorfahren, wie viele Frauen die hatten, weil die im Kindsbett gestorben sind. Oder es gab ja, ich meine, eine Frau, die, sag mal, 30 wurde, das war schon sehr viel. Die Männer, wenn sie den Krieg überlebt, die Schlachten überlebt haben, sind älter geworden. Ne? Und es stand natürlich auch bei uns in der Familie Sex immer im Vordergrund, weil alles
das Allerwichtigste, was einem Chef einer Familie aufgebürdet wurde, war viele Kinder kriegen, weil dadurch die Dynastie sich lange hält. Ne? Also auch gestreut über verschiedene Frauen? Oder nein, ist das also nur okay, immer die angetraute, nur die angetraute Frau war Ding. Und ich meine, das Wort Bastard, die sie mit Geliebten hatten, Bürgerlichen und so weiter hatten, ist ein falsches Wort. Okay. In unseren Familien hatten wir viele Vorfahren, die ganze Masse uneheliche, wie man damals sagt, natürliche Kinder haben, die alle versorgt wurden. Tatsächlich? Und das gehört schon auch so eine Tugend da, eine Moral war dann da, also auch für die unehelichen Kinder. Ja, und deswegen waren auch die Bürgerinnen sehr froh, wenn sie ihn hatten und waren dann auch gute Heiratskandidaten für andere Bürger, weil sie eine Mitgift bekamen. So, klasse, großartig. Ne? Das sind ja Sachen, die sind, sagen wir mal, danke auch nochmal für den Hinweis, auch mit dem Altern, da denkst du ja gar nicht dran. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, stimmt, aber die Generation früher, das war irgendwie, die wurden nicht mal halb so alt, lange nicht mal halb so alt. Wir sehen, dass also in Geschichte große Brüche sind, dass auch Veränderungen zum Teil ja auch sehr, sehr beschleunigt stattfinden. Lieber Eduard, lieber Eddie, wenn du an, sagen wir mal, innerhalb jetzt deines Geschlechtes an einige, gibt viele wahrscheinlich, aber große Brüche denkst. Einige hast du selber mitbekommen, ne? 41 geboren. Gibt es andere außerhalb deiner eigenen Biografie, wo du sagst, das waren so größere Wendepunkte, die auch die Geschichte eures Geschlechts irgendwie wieder verändert haben? Ja, natürlich war es ein Wendepunkt. Wir sind eigentlich eine mittelalterliche Familie. Wie gesagt, es waren Markgrafen von Brandenburg, die Vorfahren, es waren Herzöge von Sachsen und am Schluss ist Anhalt übergeblieben. In so einem kleinen Land, ich meine mal, ich sage immer heute, und dass sie auch noch mal untereinander geteilt haben. Also wir hatten manchmal vier Anhaltsfürstentümer oder Herzogtümer und da war jeder Herzog saß so, was man heute im Landkreis nennen würde. Aber was ich eben toll fand, war, dass sie nach dem 30-jährigen Krieg zum Beispiel, als die Menschen arm und nichts zu essen hatten, dann sind sie als Gastarbeiter zu den reichen Verwandten gegangen, sind Feldmarschälle geworden, Generäle und so weiter, haben Schlachten gewonnen. Alte Dessauer zum Beispiel hat die preußische Armee aufgebaut. Stimmt, richtig. Ohne den wäre Friedrich der Große nie der Große geworden. Also wenn wir damit jetzt anfangen, wer alles zu Eddies Vorfahren gehört, also ich glaube, wir würden vor Ehrfurcht im Boden versinken. Ich komme zu einem Punkt, liebe Feli, der so ein Begriff da steht, Adel verpflichtet. Das ist irgendwie etwas, wo man sagt, naja, was auch immer das heißen mag. Es hat aber vieles mit Tugenden zu tun. Und also ich darf das jetzt auch als wirklich großes Kompliment sagen, wenn ich zwei wirklich vornehme Menschen kenne, und zwar nicht äußeres Getue, sondern Herzensvornehmheit, dann sind es Eddie und Feli. Das kann man wirklich sagen. Also richtig, wirklich, also so einfach Mensch, mit dem es Spaß macht, sich zu unterhalten, die kein Getue kennen, die all diese ganzen Angeber, ich sage das jetzt mal so, hinter sich lassen. Feli, sag du mal, was sind so für dich so, unabhängig jetzt von Geschlecht oder Mitgeschlecht, ohne Geschlecht, also Vorfahren und dann auch noch eigenem Geschlecht, so tun, wo du sagen würdest, das sind für dich so Leitprinzipien, Leitbilder? Also ich denke, dass ich auch bei der Definition von Tugenden sehr viel getan habe. Ja. Und ich denke, dass Empathie ein sehr, 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 sehr große Tugend ist. Und ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber mein Vater hat mir immer eine wunderbare Geschichte erzählt über die Queen und ich weiß nicht, irgendeinen... Elisabeth? Nee, Tante Elisabeth, genau. Mit der ist er auch verwandt, natürlich. Ne? Ja, klar, natürlich. Und, ja, klar. Und ich weiß nicht, irgendein hohen Teilnehmer der chinesischen Regierung war es, glaube ich. Auf jeden Fall saßen die gegenüber am Tisch und der Diplomat oder was auch immer es war, trank seine Fingerbowle. Und als Antwort darauf trank die Queen auch ihre Fingerbowle. Und dass das eigentlich genau das ist, was gutes Benehmen ausmacht. Und das ist, sein Gegenüber das Gefühl zu geben, dass er, also dass, sagen wir mal, entspannt und richtig ist und dass er eben nicht etwas Falsches tut. Und ich denke, dass das eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, was heute, glaube ich, auch sogar vermehrt, wenn jetzt vielleicht auch nicht genau mit der, ich nenne es mal Metapher, so ein bisschen auch gepusht wird und auch werden sollte.
Das ist das genaue Gegenteil von Ellbogen, nur gucken, dass man sich selber durchsetzt. Und passt ja auch übrigens ganz gut auch zu dem, was ich bei dir, bei euch irgendwie mitbekommen habe. Knigge, ne, ist ja auch so ein typisches Beispiel, wird ja von vielen missverstanden. Lehren, wie man Spargel isst. Nein, Knigge war ein Aufklärer. Der hat genau das, was du sagst, Feli, nämlich so, dass gucken, wie die Leute aus anderen Ständen, wie die sich verhalten. Jeder muss und darf immer sein Gesicht wahren. Man nimmt ihn mit und alle können auf Augenhöhe zumindest miteinander kommunizieren. Und das, wann war das so? 18. Jahrhundert. Ne? Also wirklich schon großartig. Ne? Also ich meine, sie ist natürlich schon wesentlich freier aufgewachsen. Ich habe noch erlebt, dass mir ein Kindermädchen gesagt hat, nimm die den Finger aus der Nase, aha, Prinzen bohren nicht. Also solche Sachen, klar, dass man darauf, also ein Prinz tut das nicht. Ein Prinz ist angezogen, ein Prinz hat vor allem immer gut geputzte Schuhe. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau. Und wie du weißt, ich habe ja mal für RTL 80 Hochadlige aus ganz Europa gedreht. Und die sind heute Wächter der Kultur. Ich meine, so ein Schloss zu erhalten, ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Und was ich am liebsten, wenn du mich fragen würdest, was würdest du denn dazu kommen, dann würde ich mal die 7% Welt in der Welt fragen oder die 2% in Deutschland, die 80% des Weltvermögens haben. Die würde ich mal gerne fragen. Ihr Geld, verpflichtet Sie das zu etwas? Also das halte ich für ganz, ganz wichtig. Die an, was der Adel früher, die haben ja auch wirklich auch Gutes getan. Genau, aber diese Leute, die heute Geld raffen, das finde ich das Allerschlimmste. Sie haben gar keine Verantwortung. Es gibt eine ganz schlechte Nachricht für Zuschauer, für euch, für mich. Wir sind bereits fast durch oder wir sind durch. Ich wäre gern noch eingegangen. Ich kann es aber jetzt für eine spätere Folge jetzt einfach schon ankündigen. Feli, die ja auch in London aktuell auch lebt. Eduard, Eddie, der in New York gelebt hat, in Los Angeles gelebt hat und zwar in ganz heißen Zeiten. Also ich glaube, so Club 54 in New York hast du alles aufgemischt, kennengelernt. Das alles müssen wir jetzt auf eine spätere Situation verschieben, auf einen späteren Talk. Und in der Zwischenzeit kann ich nur sagen, es wird neben den schon existierenden Büchern von Eduard von Anhalt, wird es weitere Bücher geben. Da lesen wir es dann alles nach. Letzte Frage nochmal, was schätzt du an deinem Papa, an deinem Vater ganz besonders? Die Tugend hast du schon gesagt, eigentlich hast du es damit schon nicht verkackt, sondern schon gesagt. Aber gibt es noch was, was du ihn sehr schätzt? Ja, also ich glaube, wir haben, also erstens hat er mich und ich würde auch sagen meine Schwestern zu relativ starken Persönlichkeiten, Frauen mit eigenem Willen gemacht, was auch sicher nicht immer einfach war. Und was auch nicht immer, sagen wir mal, ohne Streit vonstatten gegangen ist. Aber ich finde es sehr schön, dass wir eine Ebene gefunden haben, habe ich das Gefühl, wo wir mittlerweile einander respektieren und die Dinge respektieren, die unterschiedlich sind und nicht mehr versuchen, was ich glaube von beiden Seiten eine Weile lang der Fall war, nicht mehr versuchen, dem anderen die eigene Person oder die eigene Zeit sagen wir mal, aufzudrücken und einfach genießen, miteinander Zeit zu verbringen. Genau. Okay. Die Frauen haben das Sagen, deshalb bei dir nur ein Wort. Was schätzt du an Feli? Intelligenz. Wunderbar. Das war's. Eine wunderbare Sendung. Danke meinen Gästen. Feli von Anhalt, Prinzessin Felicitas von Anhalt, Prinz Eduard von Anhalt. Ich freue mich auf eine nächste Runde, in welchem Kontext auch immer. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer.